So, wir kommen zum zweiten Halbfinale hier beim Conze Cup 2022 in der City Galerie in Siegen. Und wir präsentieren jetzt hier in einer Neuauflage des Finals von 2020 ein ganz spannendes Spiel. Und zwar haben wir hier viele, viele nationale, internationale Titel, die wir jetzt hier in Siegen präsentieren. Die erste Spielerin kommt aus Bochum und hat Außergewöhnliches geschafft. Sie ist Europameisterin im Poolbillard, das, was wir jetzt hier spielen. Und sie ist Europameisterin im Snooker. Das ist das, was man auf Eurosport für gewöhnlich verfolgen kann. Auch da schwingt sie das Kö sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, sie war schon in über 30 Nationen auf diesem Erdball und hat dort Billard gespielt. Also weit rumgekommen. Und jetzt kam sie von Bochum ganz nah nach Siegen zu uns. Diana Statecny. Und die zweite Spielerin kommt aus Hamburg und hat dieses Turnier hier in Siegen 2020 gewinnen können. Hat damals sehr, sehr außergewöhnlich gut gespielt und auch gestern hat sie ganz, ganz hervorragend Poolbillard zelebriert. Sie ist x-fache deutsche Meisterin, hat bei den Europameisterschaften auch schon auf dem Treppchen gestanden. Vivian Schade. Ja, Diana, kommst du mal kurz zu mir. Du hast vor 2 Jahren an gleicher Stelle hier das Finale verloren. Dieses Mal willst du den Spieß umdrehen? Ja, habe ich vor. Aber es ist eine Herausforderung. Ich denke mal, die Vivian ist eine sehr starke Gegnerin, das weiß jeder. Aber ich nehme die Herausforderung an. Das kann ich mir gut vorstellen. Vivian, kommst du kurz für ein Wort zu mir? Als Titelverteidigerin natürlich besondere Situation, aber wir hatten es vorhin schon, du bist es ja gewohnt und entsprechend entspannt oder kribbelt es im Bauch? Ja, also gegen Diana zu spielen ist immer eine Herausforderung, weil die ist schon eine Granate, was das Potten angeht, einfach auch vom Snooker her. Von daher, ich muss 100% geben. Und da sind wir sicher, dass du das tun wirst. 100% gibt auch unser Schiedsrichter Christian Erfling, der steht schon in den Startlöchern. Wie immer auf 5 Gewinnspiele mit einem Zeitlimit von 45 Minuten. Viel Erfolg. Und wie gewohnt natürlich Ralf Eckert hier als Kommentator live für Sie hier in der Arena in der City Galerie in Siegen. Viel Spaß. So, und wir haben gerade das Ausspielen gesehen, wo festgestellt wird, wer welche Spielerin das erste Break ausführt, und das ist Vivian Schade. Und somit läuft das zweite Halbfinale. Im Finale feststeht schon die Lokalmatadorin Ina Kaplan und hier werden wir jetzt ermitteln, wer ebenfalls ins Finale einzieht zwischen Vivian Schade hier am Tisch und Diana Statecny. Meiner Ansicht nach ein Spiel von großer Dynamik. Ich bin sehr gespannt. Jetzt natürlich, die gelbe 1 muss als erstes getroffen werden. Sehr schwierige Aufgabe. Wow, super getroffen hier. Super Einstieg von Vivian Schade mit Position auf die rote 3, die als nächstes gespielt werden muss. Und danach käme die lila 4. Stoppball reicht hier, um von dort zwar eine sehr lange 4 zu spielen, aber offensichtlich kein großes Thema hier für Vivian Schade, die mehrfache deutsche Meisterin. Jetzt muss die 5 gespielt werden. In Orange, danach die grüne 6. Sehr stark, sehr dynamisch und nach der grünen 6 geht es zur 7 in Braun.
Und nach der braunen 7 die schwarze 8. Aber entschieden wird diese Partie. Es wird das professionelle 9-Ball gespielt, kein 8-Ball. Und entschieden wird diese Partie nicht, wer die meisten Kugeln macht, sondern einzig und allein, welche von beiden Spielerinnen am Ende die gelbe 9 macht. Man könnte fast sagen, ein ungerechtes Spiel manchmal, wenn jemand alle 8 Kugeln macht und die andere macht nur die 9. Aber so ist es ja manchmal auch im Leben, nicht wahr? Sehr starker Treffer, das war nicht leicht und die Weiße rollt und rollt und rollt und jetzt geht es darum, hier wird das Spiel entschieden mit dieser 9. Oh, und da lässt sie die 9 vor der Tasche liegen, nach so vielen dynamischen Stößen. Jetzt natürlich die Gelegenheit für Diana Statetzny. Mit dieser 9 das Spiel für sich zu entscheiden. Damit führt Diana Statetzny 1-0. Und hier sind wir zurück beim Halbfinale des Conze Cup, des diesjährigen Conze Cup hier in der City Galerie in Siegen. Diana Statetzny zu Break. Erste Aufgabe erfüllt, Kugel wurde versenkt beim Break und jetzt muss die niedrigste Kugel numerisch zuerst getroffen werden. Das ist die gelbe 1. Dann wird das professionelle 9-Ball gespielt. Schauen Sie den besten Spielerinnen Deutschlands hier beim Billardspielen zu. Als nächstes die blaue 2, danach die rote 3. Sehr schön getroffen und Position für die rote 3. Danach kommt bereits die 5 in Orange, weil sich die 4 beim Break schon verabschiedet hat. Und auch das ist gelungen. Diana Statetzny behält hier die Kontrolle über diese Partie. Wird sie sie auch zu Ende führen und ihre Führung weiter ausbauen. Wir werden es gleich erfahren, aber es scheint hier wirklich schön nach Plan zu laufen. Als nächstes die 6 in Grün und dann die Braun, die 7 in Braun. Was so spielerisch leicht aussieht, wenn ihr das selbst mal probieren wollt, hier im Verein vielleicht,
oder woanders, werdet ihr merken, dass was so leicht aussieht, gar nicht so leicht nachzumachen ist. Und hier ist der Spielball für dieses Spiel. An- und Ausstoß von Diana Stotetzny und führt damit 2:0 auf 5. Und wir sind zurück. Die Kugeln wurden wieder aufgesetzt von unserem Schiedsrichter Christian Erfling und Vivian Schade to break. Erste Aufgabe erfüllt, zwei Kugeln sogar versenkt beim Break. Und die Fortsetzung ist jetzt, die niedrigste Kugel ist jetzt die blaue 2, die als erstes getroffen werden muss. Keine andere Kugel darf gespielt werden. Und hier sehen wir auch wieder ein schönes Safe-Spiel, Sicherheitsspiel von Vivian Schade. Denn wenn wenig Aussichten besteht, eine Kugel zu versenken, weil sie in einer schlechten Lage ist, versucht man natürlich, die Weiße dorthin zu bewegen, dass die Gegnerin auch wenig machen kann. Und das hat Vivian jetzt gemacht und Diana hat jetzt die Aufgabe, sie muss diese blaue 2 zuerst treffen. Leider zu lang gekommen und damit eine andere Kugel berührt, die 2 nicht getroffen. Das ist ein Foul und das wird hart bestraft. Da bekommt Vivian jetzt das sogenannte Ball in Hand. Sie darf die Weiße überall auf dem Tisch verlegen. Also im professionellen Billard darf man nicht nur am Fußpunkt oder Kopfpunkt die Weiße verlegen, sondern überall auf dem Tisch. Und jetzt versucht sie zum Beispiel... Hat sie nicht nur versucht, sondern es auch geschafft. Mit der 2 die Kombination auf die 9 geschafft. Und damit 2:1 verkürzt in diesem Satz auf 5. Und wir sind zurück hier beim Halbfinale. Spielstand 2:1 für Diana Stotetzny, die jetzt auch das Break zum nächsten Spiel ausführen wird. Erste Aufgabe erfüllt, Kugel gefallen, zweite Kugel sogar gefallen beim Break und damit ist die numerisch niedrigste Kugel, die nächste Kugel ist jetzt die blaue 2, die getroffen werden muss. Thank you.
Sehr schöner Treffer, aber die Position auf die 3, wir sind gespannt. Es geht noch. Rote 3 muss als nächstes getroffen werden, danach die 4 in Lila. Sie hat sich lieber für eine Sicherheit entschieden, also das war jetzt kein Fehler, sondern sie hat mit Absicht die Weiße jetzt so hinter die 7 versteckt, dass Vivien natürlich jetzt auch eine schwere Aufgabe hat, als erste Kugel die rote 3 zu treffen. Und sie versucht ihrerseits mit dem Jump Kö hier, Special Equipment sozusagen im Einsatz, versucht sie jetzt mit einem Sprung über die 7 die 3 zu treffen. Ui, das war knapp, aber sie läuft noch, sie läuft noch. Denn es muss ja nicht angesagt werden im neuen Ball. Wenn sie irgendwo fällt, gilt das auch. Und jetzt natürlich die Gelegenheit für Diana, ihren Vorsprung eventuell auszubauen. Sie muss ebenfalls natürlich die 3 zuerst spielen, als nächstes die 4 in Lila. Sehr schön getroffen, aber die 4 ist weit entfernt. Wir sind gespannt. Und da entscheidet sie auch weniger für eine offensive Variante, als vielmehr die Weiße hinter der 9 zu verstecken. Ist das gelungen? Nicht ganz, aber die 4 selbst ist blockiert von der 7 und kann damit nicht direkt in die Tasche gespielt werden. Und wenn ihr selbst das zu Hause auch mal ausprobieren wollt und endlich im Wohnzimmer den Billardtisch installieren wollt, dann könnt ihr zum Beispiel auf der Webseite von atombillard.de durchaus einen Billardtisch erstehen. Und die Weiße rollt und rollt und rollt und bleibt noch vor der Tasche liegen und damit kein Foul. Und die Möglichkeit für Diana jetzt das Spiel fortzusetzen. Schwierige Aufgabe hier. Lange 4. Vor allen Dingen, wenn es nicht nur um die lange 4 geht, sondern die 5 liegt in der anderen Hälfte des Tisches, die sie als nächstes treffen müsste. Ein glücklicher Versuch, möchte ich sagen, denn das gehört natürlich auch zum Spiel. Nicht nur sportlicher Charakter, sondern auch spielerischer Charakter haben wir hier drin, denn man kann durchaus Glück haben. Das passiert ja auch manchmal im Leben. Man möchte das eine und gewinnt noch viel mehr dazu. Denn somit zählt auch die 4 und sie konnte mit der 5 fortsetzen und jetzt sind es die letzten 3 Kugeln hier. Die braune 7, dann die schwarze 8 und die Entscheidung fällt wieder bei der gelben 9. Sehr schön, und wenn ihr das selbst probieren wollt, habt ihr eigentlich 2 Möglichkeiten, entweder es hier im Verein BC Siegtal zu lernen oder ihr geht auf den YouTube-Channel von Charivari zum Beispiel, wo ihr alles Mögliche beigebracht bekommt. Und hier entscheidet sich das Spiel.
Und die Weiße rollt noch, die Weiße rollt noch. Bleibt sie auf dem Tisch, jawohl, und damit gewinnt Diana Statezny dieses Spiel und führt nun 3-1. Und wir sind wieder zurück hier beim Halbfinale des Conze Cup. Vivian Schade zu Break. Sehr dynamisches Break, 2 Kugeln direkt beim Anstoß. Und die numerisch niedrigste Kugel ist jetzt noch die 2, die als erstes in Blau gespielt werden muss. Danach die rote 3. Das ist das professionelle 9-Ball. Man kann sozusagen nicht die Kugel spielen, die man will, sondern muss immer die numerisch niedrigste Kugel anspielen. Und auch jetzt kann man nicht die Kugel aussuchen, die man will, sondern man muss die niedrigste Kugel, ist die 3, zuerst treffen. Welche letztlich wirklich fällt, ist egal. Man kann also auch Kombinationen spielen. Aber die erste Kugel, die getroffen werden muss, muss die numerisch niedrigste sein. In unserem Fall die rote 3. Und die 9 rollt noch, die 9 rollt noch, schau, und die Weiße fällt mit. Die 9 und die Weiße gleichzeitig. Sieg und Verlieren liegt so nah beieinander. Unglaublich, meine Damen und Herren. Was sagen Sie dazu? Was hier passiert ist natürlich, die 9 kommt wieder raus, wird wieder vom Schiedsrichter aufgesetzt. Und da die Weiße gefallen ist, ist das ein Foul. Und damit hat Diana Statezny das Recht, die Weiße überall auf dem Tisch zu verlegen. Und nach der roten 3 kommt die 4 in lila, nach der 4 in lila kommt die 6 in grün. Der grünen 6 muss die rote, Quatsch, nicht die rote, die braune 7 gespielt werden. Schauen Sie mit uns einigen der besten deutschen Damen beim Billard zu. Professionelles 9-Ball. Die schwarze 8 muss gespielt werden und die Entscheidung fällt bei der 9. Und hier abermals Spielball für Diana Statezny. Wird sie ihre Führung noch weiter ausbauen? Und damit gewinnt Diana Statezny
dieses Spiel und führt nun 4:1 in unserem Halbfinale des Conce Cup hier in der City Galerie. Und hier sind wir zurück. Es steht 4:1 in unserem Halbfinale. Wer wird ins Finale einziehen gegen Ina Kaplan, die Lokalmatadorin? Diana Statezny hat das Break. Sie führt auch hier 4:1. Eine Kugel versenkt beim Break und die niedrigste Kugel wäre jetzt die blaue 2. Aber denkt dran, das ist die Kugel, die zuerst getroffen werden muss. Welche letztlich fällt, ist egal. Und wenn das zufällig die gelbe 9 ist, wäre das der Spielgewinn. In unserem Fall sogar der Matchgewinn. Wird sie es versuchen, die 2 auf die 9 zu spielen? Sie hat es versucht und knapp gescheitert. Schauen Sie. Ein bisschen Glück gehört hier auch wieder dazu. Die Weiße ist hinter der 6 liegen geblieben und damit ist die blaue 2 blockiert für Vivian Schade, die jetzt über Bande spielen muss. Und sie hat sie getroffen. Perfekt. Schade, aber auch hier ist es Gott sei Dank noch so ausgegangen, dass die Lage nicht ganz klar ist. Die rote 3, die jetzt zuerst getroffen werden muss, ist blockiert von der 4 und damit muss auch Diana über eine Bande spielen. Zumindest die Aufgabe so gut erfüllt, dass sie die Kugel korrekt getroffen hat und sogar ein sogenanntes Resave liegen geblieben ist. Das heißt, sie hat abermals Vivian mit der 7 blockiert. Vivian hat ja echt einen kleinen Antilauf, aber was kann sie noch machen? Wir werden es sehen. Sie muss die rote 3 zuerst berühren. Wow, sie hat über einen Jump über die 9 probiert und dann 2 Vorbanden hat sie versucht, auf die 3 zu kommen. Leider nicht gelungen, aber wenn das gelungen wäre, meine Damen und Herren, das hätte mir die Socken ausgezogen. Ja. Also ein schöner Versuch und jetzt trotzdem Ball in Hand hier für Diana Statezny. Rote 3 muss gespielt werden, keine andere Wahl und danach die 4. Sehr schöner Treffer und die Position auch für die 4 gehalten.
Wird sie die Kontrolle über diese Partie behalten? Wird sie sie behalten bis zum Schluss? Nach der 4 in Lila muss die 5 in Orange gespielt werden. Und da hat sie jetzt auch ein Fenster erwischt für die 5 in Orange, die gespielt werden muss. Und danach müsste es weitergehen mit der grünen 6. Sehr schöner Treffer und Position offensichtlich auch gehalten hier für die grüne 6. Meine Damen und Herren, schauen Sie den besten Spielerinnen Deutschlands hier beim Billardspielen zu. Getroffen. Jetzt ist die 7 in Braun dran, danach muss die schwarze 8 gespielt werden. Und die Entscheidung fällt aber erst bei der 9. Und jetzt ist Diana Schatetzi nur noch 2 Kugeln entfernt von der Finalteilnahme. Treffer auf die 8, eine aussichtsreiche Position auf die 9, damit Matchball für Diana Schatetzi. Wow, Diana Schatetzny gewinnt 5-1 gegen Vivian Schade und steht somit im Finale. Ich überreiche das Mikrofon an meinen Kollegen Jochen Maurer. Vielen Dank, Ralf. Wunderbar, wie du das wieder kommentiert hast. Applaus nochmal für den Ralf Eckert, bitte. Diana, kommst du mal kurz zu mir. Du bist sicherlich sehr glücklich, Revanche ist geglückt, nachdem du vor 2,5 Jahren hier das Finale verloren hast. Jetzt hast du das Halbfinale gewonnen, stehst im Finale. Wie hast du deine eigene Leistung jetzt hier einzuschätzen? Also ich bin erstmal total glücklich und ein bisschen, ja, also der Druck fällt ein bisschen ab. Wer mich kennt, ich bin immer nervös. Ich habe mir heute ein bisschen vorgenommen, ich habe mir gestern mein Video selber angeschaut. Ich war sehr schnell durch die Shotglock. Und ich habe mir einfach gedacht, 35 Sekunden sind eigentlich lange und nimm dir die Zeit. Und die habe ich mir heute genommen und es war viel entspannter, viel schöner und kontrollierter. Ja, und habe einfach mein Spiel gespielt. Hin und wieder ein bisschen Fortuna noch mit im Gepäck gehabt, aber das gehört dazu, oder? Ja, genau. Also ich glaube, ich hatte jetzt, wenn ich zweimal wirklich lucky, also vor allen Dingen der, wo ich verschossen habe und es fällt was und ich schieße die Partie aus. Und natürlich jetzt der eine Ball, ja, das passiert, das ist halt so, nächstes Mal läuft es wieder vielleicht andersrum. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zum Finaleinzug, wir sehen dich dann um 18 Uhr. Herzlichen Applaus nochmal für die Diana, bitte.